Allgemein hört man in Bonn, dass die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Oberbürgermeister zufrieden sind und meinen, dass er bei der nächsten Wahl am 13. September 2020 erneut gewählt werde. Allerdings haben sich einige Duisburger beklagt, dass er zu wenig im kleinsten Bonner Stadtteil Hartberg zu sehen sei. Wir wollten einmal wissen, was der Bonner CDU-Ratsherr Bert Moll so über seinen Parteikollegen denkt. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass das eine sehr wichtige Wahl werden wird für den Aschok Sridharan als unseren Oberbürgermeister auf jeden Fall. Er ist ja jetzt gut 5 Jahre im Amt und ich finde, er hat in der Zeit in Bonn gezeigt, dass er ein sehr bürgernaher Oberbürgermeister ist. Also wenn ich ihn jetzt auch im Karneval erlebe, dass er also sehr viel auf die Menschen zugeht, immer sehr, sehr gute Ansprachen hält. Ich hatte gestern auch die Gelegenheit, ihn zu hören, auch nach dem Attentat in Hanau, wo er auch nochmal sehr deutliche Worte gefunden hat zu dem, was da passiert. Und was sein ganz besonderer, auch ganz persönlicher Vorteil ist, dass er eben wirklich nicht nur über Integration redet, sondern auch Integration lebt. Und das ist gerade in einer so weltoffenen Stadt wie Bonn unverzichtbar. Deswegen glaube ich, dass der Oberbürgermeister Aschok Sridharan auch bei dieser Kommunalwahl wieder sehr gute Chancen haben wird, die Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen. Und ich stehe hinter ihm, ich werde ihn unterstützen, weil ich ihn auch sehr, sehr sympathisch und freundlich finde. Und er gibt sein Bestes in dieser großen Stadtverwaltung, die natürlich nicht immer leicht zu führen ist. Aber ich denke mal, er wird durch sein Wesen und durch seine Präsenz überzeugen. Vielen Dank, Herr Moll, für Ihre Meinung.